Herzlich willkommen zurück bei Gamerwarig mit Deadly Premonition. Ja, dem besten schlechten Spiel der Welt. Allerbesten Spiel. Allerbesten schlechten Spiel. Gott, ich habe den Text schon wieder nicht so gut drauf. Aber egal. Wir wollten jetzt mal das Silent Hill-mäßig verseuchte Krankenhaus begutachten. Meine Taschenlampe ist auch schon mal von vornherein an. Wollen wir irgendwas kaufen? Wir brauchen wir was. Wir kaufen mal Kekse. Ja, wir haben ja schließlich genug Geld verdient. Weiß jetzt auch nicht so genau, was sie bringen, aber egal, wird schon sinnvoll sein. Wir speichern auf jeden Fall mal. Ja, wir haben genug Gelaber angehört. Super, wir steigen in die Folge ein und speichern für euch erstmal. Echt toll. Ah ja, mein Gott. Wattmut. Da geht's rein. Das hätte ich jetzt sehr überraschend. Eigentlich sind wir da rausgekommen. Wir haben nämlich hier auf diesem Tisch Anna observiert. Jetzt ist Anna nicht mehr da. Und das Schachspiel dürfen wir auch nicht mehr spielen. Gehen wir da raus. Nein, oder? Ich muss da rein. Ja, mach ich ja. Da raus. Oh, guck mal. Wer könnte das wohl sein? Eine blonde Frau, die glaube ich, vorhin auf dem Tischlein lag. Und ziemlich tot war. Zumindest hat es den Anschein gemacht. Und sie ist irgendwie weg. Guck mal, ist sie durch das Schwarz gelaufen? Man weiß es nicht. Ach nee, die schwarzen Flecken, da kamen noch Gegner raus, so vom letzten Mal. Ja. Kannst du jetzt aufmachen? Ja. Dann mach doch mal. Ja, er macht es gerade nicht, oder siehst du das Öffnen da? Okay. Na gut, das scheint uninteressant zu sein. Oh, hi. Automatic-Kugeln, ich habe auch noch gar keine Waffe dafür, soweit keine ich weiß. Keine Automatic Weapon. Nö, ich hab ja, ballern wir uns weiter mit der FBI-Pistole durch die Gegend. Da vor draußen war ich auch das schon direkt. Entschuldigung. Oh, da ist sie wieder. Im roten Kleidchen. Ich würde sie gerne schon erschießen. Ich schätze, es geht nicht. Nein, es geht natürlich nicht. Nee, es ist... Ich wollte nur öffnen. Ah! Yeah. I don't want to die. Wie traurig ist hier schon. Oh, das wäre so ein schöner Headshot gewesen. Ja. Oh, hey, sag mal. Okay. Da war der Tackle mal kurz im Bild. Aber sie ist doch schon tot, oder? Nee. Doch. Mein Gott, ist die langsam zusammengebrochen. Was ist mit den Türen links und rechts? Die sind also zugeschleimt. Ich glaube, man kann da einfach eigentlich nur den Weg gehen. Ja, die sind ja, da geht's auch nicht weiter. Zugetentakelt. Tentakel. Ha! Hi! Was ist schon? Nein. Jetzt aber. Also jetzt wollte ich gerade sagen. Ich meine, du kannst eh mit der Waffe draufballern, bis es nicht mehr geht. Ja. Ist ein bisschen... Gibt es auch andere Waffen eigentlich? Ja, ne? Ich habe ja gerade Kugeln gefunden. Also doch, es gibt aber auch andere Waffen. Es gibt ja auch, jetzt ohne zu spoilern, es gibt auch andere Gegner noch. Also von daher... Ich meine, es sind zwar im Endeffekt... Das sind doch jetzt Krankenschwestern. Vorher waren es so andere Leute. Oh, guck mal, da hinten ist jetzt auch... Das Ding weggegangen. Ja. das ist einfach so gut. Der ist total realistisch. So hört sich das in echt an. Hast du noch nie geschossen? Ach so, ich glaube, ich musste das. Da ist die Treppe, wo ich hoch muss. Aber die Tür sah gerade so aus. Gab es schon immer unendlich Munition? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es auch nicht, ob das jetzt im Director's Cut ist. Wenn ihr das wisst, weil ihr das Spiel kennt, könnt ihr uns das gerne mal reinschreiben. Es ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe, das letzte Mal. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, ob das schon vorher auch so war. Oder ob das im Director's Cut hinzugefügt wurde. Oh. Knapp daneben. Ich habe das Gefühl, er zielt ein bisschen selbst. So, wenn er es in die Nähe vom Kopf kommt, dann fängt er an, da auf den Kopf zu zielen. Deswegen verziehe ich immer. Ja, es kann sein, dass das von der Konsole ein Erbstück ist. Da gab es ja so ein bisschen Auto-Aiming. Ich habe schon wieder falsch gedrückt.
guck, er geht da so. Sie ist im Arsch. Sie auch. Sagt gar nicht mehr so oft Great Shot und so, ne? Nee, früher hat er das die ganze Zeit eigentlich gesagt. Jedes Mal, wenn er getroffen hat, hat er eigentlich immer gesagt, yes, Great Shot, nice. So als Trefferfeedback, ich weiß nicht. Es ist schon echt, dieses Krankenhaus, es ist allein schon wegen seines Aufbaus, finde ich, gruselig. Hm. Das sieht ähnlich aus. Er zieht aber auch langsam die Waffe. Great. Hat er gerade gesagt, da hinten, ich sehe dich doch. Amazing. Amazing. Hey, jetzt mal langsam hier mit der jungen Pferde. Ist er tot, ja? Ja. Fettsack fällt noch um. Lieg mir nicht im Weg rum. Guck mal, er blockiert mich. Das ist ein Snorlax. Er blockiert mich immer noch, obwohl er nicht mehr da ist. Hallo? Ah, jetzt. Ach, jetzt. Das, man kann da nur sehr speziell durchlaufen. Guck mal, wie sie angespurte gekommen ist. Hat ihr aber nicht geholfen. Nee, sie war doch, trotz Spurten, wie würden jetzt die Olympia-Kommentatoren sagen, heute konnte sie nicht ihre Leistung abrufen. Das sagen sie aber immer nur bei den Deutschen. Ja, natürlich, ich meine ja bei den Deutschen. Bei den Amis sagen sie immer, ja, ja, klar, Phelps schwimmt, wie immer, perfekt. Phelps ist ja auch eine Maschine, ne? Ja, aber leider sind alle Maschinen, nur die Deutschen irgendwie nicht. Ja, so ist das halt. Okay, wir wollen da erstmal rein in OP. OP gibt sicher. Oh, das sieht schon gut aus. Bin mir nicht sicher, ob wir da rein wollen. Das sieht schon lecker aus. Kannst du mal nachladen? Danke. Ja, ich meine, das Spiel ist einerseits schon gruselig. Ja, Kaffee schwarz nehmen wir gerne. Andererseits wirkt es halt so ein bisschen lustig auch durch den ganzen Grafikstil. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, weil wenn das jetzt wirklich noch irgendwie besonders. Hat sich das gerade bewegt? Oh, ich habe einen Krampf im Fuß. Ich glaube nicht. Doch. Das bewegt sich doch nicht. Drunter schon. Drunter? Bist du dir sicher? Nein, guck, es hat sich bewegt. Eww. Und ich habe noch davon geredet, dass es nicht so gruselig ist. Was? Magnetkarte für das Hauptgebäude. So, ich weiß genau das jetzt wahrscheinlich. Das war mir doch klar. Kann ich einfach gehen? Was war denn da? Richtig, ja, es kamen welche raus aus dem Boden. Ach so. Aber die können hier einfach stehen lassen, oder? Weiß ich nicht. Ja doch, anscheinend ja schon. Konnte ihre Leistung Geld heute nicht abrufen. Ach, scheiße, Geld. Wahrscheinlich fällt er mir gleich in den Rücken. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ja, macht doch nichts. Macht das Spiel spannender. Aus Türen kommen sie schon mal nicht raus. Das ist doch schon mal gut. Da Kisten. Ein Raum mit Kisten. Gut, dass die Kugeln nichts kosten. Weil sonst hätten wir hier echt. Ja, es gibt noch kein. Also nochmal ein Stahlrohr oder sowas haben wir nicht gefunden. Bisher nicht. Nee, nur am Anfang. Können wir die Holzbretter einsammeln? Nee, ne? Nee. Es leuchtet so, wenn du es einsammeln kannst. Na guck mal, da ist auch noch eine Medaille. Ja, oh, da ist noch eine Medaille. Hat sich derbe gelohnt. Nee, automatisch schießt er nicht. Ich dachte, er könnte ja nicht einfach gedrückt halten. Aber ich muss immer drücken. Gut für die Finger. Gut für die Finger. Sehr gut für die Finger. Wie lange habe ich sehr schlanke Finger? Nicht mehr so Wurstfinger. Wurstfinger. Haben Sie auch Wurstfinger? Kaufen Sie Deadly Premonition. Ja, Wurstfinger werden ganz schnell verschwinden. Ja. Man muss auch immer mal A drücken ganz schnell. Und wo man gar nicht drauf vorbereitet ist und gerade im Ohr gepopelt hat. Plötzlich muss man A drücken. Ich bin wieder mit im Bett. Sehr ekelhaft. Schöne Schmalzsteine und so. Achso, es geht schon weiter. Es sah halt so aus, als würde jetzt was passieren. Also bei ihm läuft auch schon der Schmalz aus dem Ohr, wie wir sehen. Ja. Ja, was gibt's hier? Ne, können wir nach rechts. Okay. Ja, was ist hier los? Hier gibt's offensichtlich viel zum Angucken. Ach, das ist so eine Art Speicherraum. Ach ja. Ja, das ist ein Speicherraum. Aber wir sind noch recht fit, ne? Ja. Miep. Miep. Nee. Da war der Zock.
kostet das Geld? Hat es gerade Geld gekostet? Ja, klar. Ja, ne? Oh, lass uns was anderes anziehen. Können wir so einen Arztkittel oder sowas anziehen? Das wäre jetzt witzig. Nee, wir haben, glaube ich, immer nur die gleichen vier Outfits. Ich weiß gar nicht, ob wir was anderes... Arbeitstier. Für Überstunden-Idee, ja. Wir machen mal für Überstunden. Wir sind doch bestimmt schon längst, da wir Überstunden machen. Ja, will ich. Den anderen reinigen wir mal. Jetzt haben wir ja immer schon ganz schön lange. $2. Es wird Stunden dauern. Okay. Schlafen müssen wir, glaube ich, Stabilisator. Ich glaube, es ist sowas wie Blutstiller. Okay. Brauchen wir das? Ist das wichtig? Also es wird ja noch ein bisschen knackiger. Einsatzmesser, oh, das ist cool. Nee, das wollte ich in den Kasten eigentlich, ich hab's aus Versehen genommen. Wrong! Würde jetzt eine bestimmte Band sagen. Du Lutscher. Die Lutscher und doch. So, vom 8-Band-Kasten. Ja, den nehmen wir doch mit. Ich dachte, ich könnte jetzt Fernsehen gucken. Warum willst du das Messer nicht mitnehmen? Hab ich doch. Ach so. Ich wollte es eigentlich in den Kasten tun. Ich hab ja noch ein Messer einstecken. Was ist denn hier noch? Nee, hast du nicht. Na klar, ich hab noch ein Messer einstecken gehabt. Guck. Nee, das ist. Ach so. Vielleicht auch nicht. Ich hab noch ein Messer. Doch, nein, ich das, hatte ein Messer. Das Messer war immer das Symbol für unequipped. Ich weiß, frag mich nicht warum, aber ich dachte auch wieder in einem Messer, aber dann hat er nichts in der Hand. Okay. Vielleicht, weil wir es jetzt erst gefunden haben, das Messer. Ja, mit dem Messer kannst du auf jeden Fall die jetzt wegmessern und sparst Munition. Hä? Ah, jetzt kannst du die Kisten wegmessern. Ach komm, ich kann die Kisten auch wegschießen. Ich glaube, das zu wechseln dauert länger. Aber wir waren doch gerade hier im Krankenhaus, wo nicht die anderen... Sind das jetzt Hallos, die wir haben, oder ist das jetzt... Ich weiß es nicht genau, was es ist, ehrlich gesagt. So eine Zwischendimension, denke ich mal, oder sowas. Ja, er sagt ja... Er darf den anderen sechs, da sind sie schon wieder oder irgendwie sowas. Also wahrscheinlich ist es einfach was, was Francis York morgen durchmacht. Okay. Der ja mit diesen Ermittlungen rund um diese roten Samen oder Blüten, ich glaube es sind Samen, zu tun hat. Also. Ja, der hat ja jetzt auch die Ermittlungen übernommen. Ja. Ha! Hä? Achso, da kommt er einmal durch. Sie kommen aus den Wänden! Das war jetzt ein Polizist, ne? Ja. Aber es gibt schon verschiedene Gegner. Und die halten ja jetzt auch ein bisschen mehr aus. Schon. So 3-4 Schüsse, nicht nur ein. Oh, sie rennt schon wieder durch die Gegend. Here! Over here! Und jetzt redet sie auch noch mit uns. Und sie hat die gleiche Stimme wie die kleinen Kinder vom Anfang. Ja, da weiß man immer nicht, ist es das Budget, ist es gewollt. Hi, Dewitzke, hi. Was hast du denn? Wegknallen, okay. Kann ich ihn schon? Ja, er kommt. Hallo. Sie. Kopfschussbelohnung. Nein, kommt er noch angewackelt. Aber ihn treffe ich noch nicht, oder? Nee. Weiß ich nicht, ich glaube, das ist schon. Nee. Knieschuss. Jetzt, good shot. Bullseye. Hey, das muss doch hier so, okay. Da hast du wieder Kisti gehst. Bei den Medaillen weiß ich auch nicht so genau, hat das was auf sich, das mit den Medaillen? Ich glaube, es ist nur Geld sammeln. Ja, aber... Quatsch-Taste. Das gibt's auch beim FBI, oder? Es gibt bestimmt beim FBI auch Medaillen. Ich glaube, das sind, ja, Belunkenjungsabzeichen oder sowas. Ja. Agentenauszeichen. Ja, okay. Ha! Du Bitch! Bullseye! Ach, sie ist noch nicht tot. Ich dachte, sie wäre schon tot, weil... also ich gebe dir einen Headshot und die lebt noch, das ist aber unrealistisch. Unrealistisch. Ich glaube, die kommt... Guck mal, die Ranke da sah irgendwie besonders aus. Kann ich die kaputt machen? Ja, doch. Mein Gott, halten die Dinger viel aus. Hat sich sogar gelohnt.
Yeah! Köder, normaler Wurm. Voll gut, der kommt in den Kasten, jetzt kann ich angeln. Okay. Das scheint doch nicht so ungruselig zu sein. Aber guck mal da, was ist da mit dem... Oh, was hat sie? Warum lässt sie was fallen? Automatikkugel. Ach nein, die wollte ich gar nicht im Kasten. Naja, habe ich jetzt im Kasten auch noch welche. Ich was glaube, das... Observieren. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Und jetzt? Ja, wir müssen es irgendwie ausmachen. Oder irgendwas kaputt machen, damit das weg ist. Wir laufen mal einer hinterher. Da kommen wir vielleicht durch. Ich genau, bin mir ziemlich sicher, dass wir da durch. Okay, sie wollte, dass wir da hingehen. Da hinten ist nichts mehr. Nein. Dann gehen wir doch mal hier rein, oder? Tomografen. Ach, die werden jetzt auch mal in den Kasten. Ich habe mittlerweile so viel eingesammelt, ich will jetzt nicht mein ganzes Inventar verstopfen. Bisher kommen wir ja ganz gut durch. Ich glaube, man kann auch keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Nee. Es ist halt so, wie es ist. Wir können speichern auf jeden Fall. Verbandskasten. Okay, es war nur noch ein Zusatzraum. Anna hat uns gezeigt. Nee, wir können auch am Computer noch was machen. Oh oh. Vielleicht hätte ich erstmal speichern sollen. Ah. The Crime House, Kate. Achso, ich wäre wahrscheinlich gar nicht rausgekommen sonst. Ja, denke ich auch. Speichern finde ich echt angenehm gemacht. Das geht ganz schnell. Da können sich andere Spiele einfach mal was von abschneiden. Wie meinst du es ganz schnell? Ja, du klickst einfach drauf, speichern, ja, dann wird dich groß rumgemacht. Wird nicht 100 Jahre geladen, sonst irgendwas. Stellen Sie die Konsole nicht aus. Ah, nee, darauf ging es nicht mehr. Das ist auch so ein Silent Hill Endgang, ne? Ja. Okay. Ja gut, dafür brauchen wir die Speicherkarte. Ich befürchte mal, wir haben jetzt... Voll schlau und so. Können wir schon raus? Ja, wir wollen erstmal noch Medaille einsammeln. Nein! Nein! Nein, wir können noch nicht raus. Weil sich die Ranky-Ranks da davor ranken. Oh, ist schon. Gibt's Bossfights gab's auch, ne? Mhm. Aber ich glaube. Oh, der hat auf jeden Fall eine Waffe in der Hand. Ja. Ah, jetzt gibt's Gegner. Ja, jetzt stehen wir nicht so blöd da rum. Ich finde ihn manchmal auch ein bisschen gruselig. Ja. Hallo. Jo! Ist gut jetzt. Okay, drei Gegners. Juhu! Hä? Hä? Hey? Darf ich jetzt? Ich verstehe nicht. Hä? Das ist ein Drecksack. Hast du gesehen, wie er weggeschmort ist? Ich finde mein Dings gar nicht jetzt da. Amazing. Ah, jetzt redet er wieder mehr. Das lag auch irgendwas direkt dabei, dir, ne? Ja, aber ich will jetzt erstmal, weil die schießen. Aber nicht normal anscheinend. Nee, die laden sich so auf. Okay. Okay, der andere ist noch ein bisschen weg. Eieieiei. Jetzt gibt's aber viel Verbandskästen, also ist ein bisschen... Ach, der braucht noch ein bisschen, weil ich wahrscheinlich mein Licht ausgemacht habe. Das ist doch sehr gut. Ja, also Licht... Es wird nicht so dunkel hier gerade. Hätten wir jetzt nochmal in den anderen Raum gucken können? Wo vorher die Ranken davor war? Wir kommen ja im Moment noch gar nicht zurück. Ja gut, jetzt wird es wieder normal wahrscheinlich. Ja. Truthahn-Sandwich. Stillt den Hunger sehr. Sieht auch sehr delicious aus. Delicious. Schön, dass man im Krankenhaus eingequallt. Dann why not smoke two at once?
Who's that old man? That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. His father started up the lumber trade and founded this town. But he's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Sehr verdächtiger Typ. Wer jetzt? Geheimnisvoller Kapitalist. Ach, ich glaube, ich kann mich an ihn erinnern. Ich glaube, das ist cool. Mr. Francis York Morgan. Haste won't lead you to what you seek. Keep your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. So says Mr. Stewart. Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan. Information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain, our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. Mach's gut. Ja, abgefahrener Typ, ne? That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Da haben wir doch ein perfektes Ende für diese Folge. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt und noch andere Dinge. Ihr seid jetzt garantiert angefixt und drückt sofort auf Abonnieren. Das wäre super. Oder zumindest auf die Playlist, weil da gibt es ganz bald ganz viel mehr. Wir haben jetzt schon ganz viele Folgen hintereinander abgedreht. Damit ich mit der Steuerung klarkomme, machen wir das irgendwie am Stück. Und ich gerade Zeit habe. Und hoffen, ja, er hat Urlaub und muss jetzt mit mir deswegen Deadly Premonition spielen. Was für ein geiler Urlaub, hä? ich hoffe, wir sehen uns hier und so weiter. Macht's gut.